So, hallo und grüß euch zurück zu Tropico 3. Ja, eine etwas unideale erste Mission bis jetzt, aber mal schauen, ob wir die noch rumbekommen. Ist ja einiges im Baugrad und dann hoffe ich, dass die Laune steigt. Die möchte ich jetzt so schnell wie möglich über 50% haben. Und da fehlt es einfach noch an ein paar Dingen. Hauptsächlich Wohnqualität und Freiheit. Präsidente, mehrere Länder Europas werden islamisch-religiöse Symbole in der Öffentlichkeit verbieten. Der Mittlere Osten und die islamische Welt sind aufgebracht. Also meine Lieben, ich sag's jetzt gleich. Diese Entscheidung, die ich hier jetzt treffe, mit den ganzen religiösen und politischen Dingen, das hat alles nichts mit meiner religiösen oder politischen Einstellung zu tun, sondern ich möchte das im Prinzip so gestalten, dass es halbwegs spielideal ist. Jetzt im Moment ein bisschen ein Problem, weil ich nicht im Kopf habe, zu wem wir die besseren Beziehungen haben. Und ich würde jetzt in der Regel einfach hergehen und sagen, okay, wir haben zu Europa gute Beziehungen und zum Mittleren Osten schlecht, den würde dann Europa nehmen. Oder umgekehrt. Im Moment weiß ich es nicht. Darum rate ich einfach und nehme, Europa hat kein Recht. Und dann schauen wir mal, ob das gut geraten war oder nicht. Ja, eindeutig, weil der Mittlere Osten, da waren wir eh nur auf warm. Da wäre es schon abgerutscht. Von dem her passt das so. Okay, wir haben den ersten Erfolg freigeschalten. Auch gut. So, jetzt werden langsam die Wohnungen fertig. So, jetzt braucht es was für die Freiheit endlich mal. Und da muss ich selber erstmal schauen. War das... Wo waren das dabei? Radiostation. Ja, mit einer Zeitung könnten wir mal anfangen. Erhöht die Freiheit. Jawohl. Hier sehen wir überall die Freiheit rot. Ja. Okay, jetzt soll zumindest mal die Wohnqualität gleich steigen. Das ist schon mal viel wert. Ja, Sicherheit, ich habe keine Ahnung. Freiheit soll dann auch steigen. Umwelt, muss ich schauen, ob wir da noch irgendwelche Erlässe machen können. Beziehungsweise, ob es überhaupt irgendwelche Erlässe noch gibt, die die Leute glücklicher machen. Geblendet sein von meinem Charme. Bildung. Bildungsprogramm. Ja, schnellere Bildung ist auch gut. Gleichgeschlechtliche Ehe. Müssen wir dann schauen, wie es mit um die Überwindung, wie es um die einzelnen, ja, wie uns die einzelnen Fraktionen mögen. So, Auswärtiges Amt interessiert mich im Moment nicht. Braucht Tropico mehr Medien, Penultimo? Natürlich ja. Nicht. Meine Untertanen lieben mich, weil ich so hübsch bin. Tropico News Today berichtet bereits objektiv über alle Ereignisse. Weitere Medien wären Wirtschaft. Oh, Umweltstandards. Ja, das wäre interessant. Dann mal Minister für Wirtschaft. Wir müssen einen einstellen. Aus dem Ausland. So, da gibt es wieder eine Mini-Aufgabe. Hey, Kumpel. Ich habe wieder das Gesindel aus der Heimat im Nacken. Sie wissen ja, wie das ist. Von der Papayas explodieren, ja. Das mache ich. Dann baue ich doch gleich eine Papaya. Fabrik wollte ich schon sagen. Eine Papaya-Farm. Wäre sowieso langsam Zeit, da wieder ein bisschen was an Farmen zu bauen. So. Gleich noch eine Bananenfarm. Oder mal schauen, vielleicht auch irgendwas, was wir exportieren können. Schaut's denn aus? Handel. Das bringt noch gute Exportpreise. Bananen 1400. Fisch bringt gar nichts. Oder mal irgendwas weiterverarbeiten. Wir hätten ja jetzt das Gold dann bald. Da geht allerdings nichts weit. Das werde ich mal ein bisschen raufdrehen. Ah, die Wohnungen aber auch noch. So. Eben, jetzt braucht es definitiv schon die zwei Baubüros. So, wie schaut es denn aus? Mit Arbeitslosen noch vier, okay. Das Mieter ist immer noch nicht fertig. Schnell bauen für 4000. Ah, das ist, glaube ich, auch neu, oder? So, Wohnqualität sinkt immer noch. Sollte jetzt hoffentlich dann steigen. Okay, jetzt haben wir den Wissenschaftsminister. Heißt. Na. Ich
Ah, okay, brauche ich überhaupt erstmal Fabriken. Oh, hoppala. Geld drucken, ja gut, dann hat das jetzt nichts gebracht. Aber was war die Belohnung für die Aufgabe da? Ich bin Senator. Nichts Bestimmtes. Eine Waffenfabrik, da bräuchten wir vorher Eisen, glaube ich. Ja, exportieren tun wir jetzt gut im Moment. So. Dann weiter Wohnungen bauen. Was waren denn die für Qualität? 59, ja. Wohnen auch im Moment kostenlos. Die Tropikanische Offiziersvereinigung hat wegen der Soldaten ein... Ja, sowieso. Ja, jetzt haben wir eben hier eine Militärbasis. Das freut natürlich die... Ja, wie sagt man zu den... Die Soldaten, so. Liebe und Frieden, Präsidente. Diese Blumen sind für Sie. Und bitte hören Sie mich an. Ja, ist mir schon klar, aber schon wieder Verbrecher. Das gibt's ja nicht. Die Minen, die brauche ich im Moment, weil sie einfach viel Geld bringen. So, Leute, was mache ich jetzt gegen die Verbrecher? Jetzt ist zwar... Es ist da nicht mehr rot mittlerweile. Oder? Ja. Aber keine Ahnung, was ich gegen die Verbrecher mache. Muss ich vielleicht doch irgendwann mal ein Gefängnis bauen oder so. So, Umwelt vor Wohnqualität steigt. Freiheit sollte dann mit dem Radiosender, mit der Zeitung sich ein bisschen erledigen. Ja, ja, genau, da kann man ja auch einstellen, auf wen man da geht. Stimme der Arbeiter. Financial Times. So, da gab es doch was, das bei allen Nationalstolz. Bei Nationalisten erzeugt Profit. So, jetzt mal, dann gehe ich mal schauen, bei wem sind wir denn momentan am schlechtesten gestellt? Fraktionen. So, wir mögen sie am wenigsten. Die Umweltschützer. Die anderen mögen uns eh alle total gern. Die Umweltschützer mögen uns am wenigsten. Da mal schauen, gibt es was für die Umweltschützer? Kommunisten. Religiöse, Nationalisten, nö, gibt's eh nix. Dann machen wir Gutscheine und mehr und verdienen hoffentlich ein bisschen Geld. So. Präsidente, ich brauche Ihre Unterschrift. Nein. Ah, Geheimpolizei. Sollen wir eine Geheimpolizei machen? Kann ich das schließen und dann später mir überlegen? Ja, kann ich, sehr gut. Ein Unglück, Präsidente. All meine Frauen haben Geburtstag und wollen Geschenke. Das sind ja auch immer so Aufgaben, die ein bisschen nach hinten losgehen können, weil irgendjemand anderer dann stresst, weil zum Beispiel könnte es sein, dass jetzt eine Ausrede war, gehe ich auch mal fließend dabei, und er eigentlich da wilde Waffen um die $5000 kauft und dann bekommen wir hintenrum Stress, weil wir ihm das finanziert haben. So, jetzt werde ich mal hier die Grenzen wieder öffnen. Zumindest für Unqualifizierte bevorzugen. Das will ich eben auch nicht, dass da Stress entsteht. Oh, Sicherheit ist jetzt mittlerweile 71%. Okay. So, Umweltfreiheit steigt auch. Wohnqualität steigt jetzt hoffentlich auch. Kann das sein, dass ein Haus sogar jetzt leer steht? Das ist ja super. Sind die alle umgezogen? Ja, dann sollte das jetzt ja auch steigen. Ich glaube, jetzt haben wir die Kurve bekommen. So, Papayas, das bauen wir gerade. So, Waffenfabrik, gut. Ja, die Umweltmenschen werden sich da nicht freuen, aber ich glaube, ich brauche eine Eisenmine für die Waffenfabrik. Ah, gibt es eher gerade ums Eck Eisen, super. So. Ja, ich muss schon sagen, Tropico, mir gefällt es extrem gut. Ah, die Aufgaben gehen auch weg mit der Zeit. Ja, dann habe ich es einfach übersehen. Hoppala. So, was schaut jetzt aus? Da Wohnqualität 36%, der Umwelt 37%. Der Umwelt ist ein bisschen problematisch im Moment noch, sage ich. Und dann werden wir gelegentlich... Es fehlt uns an Arbeitskräften auf dieser Insel. Ja. Danke. Ich habe eh gerade geöffnet, zumindest priorisiert. Also es darf wieder eingewandert werden.
So, was könnten wir noch machen? Unterhaltung. Da brauchen wir dann irgendwann ein Kraftwerk. Eine Kathedrale. Ah, wie schaut das mit der Kirche? Die ist sicher schon überfüllt. Ja, geht so. Da wird fleißig ausgebildet. Da fehlt uns... Ah. Die arbeitet jetzt hier. Also mit den Löhnen könnten wir ein bisschen raufgehen vielleicht. Für alle Ungebildeten festlegen. Ich hoffe, das bezieht sich dann wirklich auf überall. Ja. Passt. So, ja. Waffenfabrik. Wo ist denn die Waffenfabrik? Industrie. Wir könnten allerdings auch eine Zigarrenfabrik bauen, wenn wir schon Tabak abbauen. Allerdings Fabriken sind relativ heftig, was Verschmutzung angeht. So, wieso darf ich die da nicht bauen? Das ist zu steil. Hätte ich gerne da oben dazu gebaut irgendwo. Ah, da ist gerade kurz gegangen. Na? Oh, habe ich jetzt... Moment. Stopp. Abbrechen. So, ich hoffe, ich habe das Geld jetzt wieder zurückbekommen. Habe gar nicht genau gelesen. So, und zwar habe ich, glaube ich, den Eingang... Ah, wohl, hat schon gepasst. So, dann brauchst du auch eine Garage auf jeden Fall. Weil das, wenn man Tabak jetzt weiter verarbeitet, das bringt dann wirklich, wirklich viel Geld. So, Parkhaus. Ich hoffe, das geht sich da irgendwo aus. Ja, so halbwegs. Na, komm. Und dann gibt es noch eine weitere Tabakfarm, würde ich sagen. Dass sich das auch wirklich lohnt. Tabak. Ja, eins Grüne, das passt schon, ist egal. Macht nichts. So, 5 neue Einwanderer, sehr gut. Jetzt kommen langsam neue Leute. So, und könnten wir auch, weil wir gerade viel Geld haben, hier das Zeug aufwerten. Mal schauen, gibt es da irgendetwas, was man aufwerten kann ohne Strom? Nein, das braucht alles Strom, kann man die Produktion erhöhen. Aber da braucht man ein Kraftwerk und das müssen wir erst bauen. Ehrwürdiger Herrscher, der mächtige chinesische Drache hat eine Bitte an Sie. Ja, 500 Fischkonserven exportieren, da bin ich dabei. So, was haben wir da jetzt alles? Bananen, Papayas. Schaut's denn aus? Öffnet gleich noch ein, zwei Farmen. Ja, jetzt mal warten, bis wir ein bisschen Leute bekommen. Ah ja, Ministerium. So, haben wir da jemand internen? Ja, überdurchschnittlich gut, mies. Auswärtiges Amt. Außergewöhnlich, überdurchschnittlich. Ja, passt. Bist eingestellt. Verteidigung. Super. Wir haben ein Problem mit dem Gehorsam, Sir. Den Soldaten mangelt es an Disziplin. Und wir brauchen Generäle, um sie im Kampf in die richtige Richtung zu dirigieren. Okay, das heißt höchstwahrscheinlich hier, ja, werden wir Hochschulabgänger einstellen müssen. Kostet zwar, aber wir brauchen Generäle. Und ich würde sagen, wenn wir schon dabei sind, auch endlich eine Hochschule. Und wieder ein paar Wohnungen sehe ich gerade. Und ich würde sagen, endlich mal ein zweites Parkhaus, oder? Ja, solange es nicht überlastet ist. Früher hat man nämlich immer die Meldung, ich habe ein Parkhaus, ist überlastet. Das scheint es jetzt im Moment nicht zu geben, das Problem. So, die steht, aber es arbeitet mal noch keiner dort. So, da kann man die Arbeitsbedingungen gleich verbessern für 15.000. Na, wie viel war es jetzt? 1.500? Wir nicht aufgepasst. War vermutlich viel zu teuer. Ja, und jetzt könnte man eben auch importieren. Wenn wir jetzt sagen, hier Zigarrenfabrik, Importe zulassen, dann würden eben, ja, würde eben Tabak importiert werden, wenn wir selber nicht genug herstellen. So, zwei ausländische Experten, 13 neue Einwanderer, dann schaue ich gleich mal wieder. Nicht, dass wir da jetzt wieder zu viele haben. Ne, nur passt's, okay.
Und die Maisfarmen, die werden wir dann echt bald mal verlegen müssen. So, dann bauen wir jetzt noch die Waffenfabrik. Industrie. Haben wir da gerade genug Geld? 6.000, ja, und kostet zu bauen 15.000. Passt, das wird die Umweltschützer freuen. Die baue ich da mal zum Hafen runter. Ja, im Prinzip, jetzt natürlich wird alles gerade ein bisschen eng hier. Die Fabriken so in der Nähe von den Häusern ist extrem ungünstig, weil können wir mal schauen, wo sehen wir das? Upp, jetzt mal das Auto safe.